Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, dem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Heute geht es unter anderem ums Revierderby. Heute geht es ums Spiel Schalke 04 gegen den BVB. Das größte Spiel im deutschen Fußball, wenn es um die Polarisierung geht. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken, beziehungsweise eine schöne Challenge dazu machen, bei der ihr auch wieder was gewinnen könnt. Und zwar nicht nur Coins, beziehungsweise Stars, sondern auch was Physisches, was Materielles. Und dazu kommen wir gleich, aber ihr seht es hier auch gerade schon, Shooting Stars. Das ist nämlich die Challenge und ihr könnt Nerf Guns gewinnen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, in der Videobeschreibung ist ein Link zu Football Stars. Könnt ihr euch kostenlos anmelden, könnt mich damit unterstützen, würde mich natürlich tierisch drüber freuen. Und ihr habt dann die Gelegenheit, gegen mich anzutreten, gegen alle möglichen anderen anzutreten, euer Fußballfachwissen unter Beweis zu stellen und natürlich neben den Stars und Coins auch diese Nerf Guns beispielsweise zu gewinnen. Es lohnt sich definitiv. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch so gerne die Videobeschreibung abchecken. Für Links zu IGVault 6% Rabatt mit dem FIFA-Code. Ja, genau, mit dem Codebox Gaming TV auf Coins, FIFA Points, PSA, mag es auch gut haben und dazu zu meinem Merchandise und na natürlich zu meinen Social Media Links. Ja, gar keine Frage. Und natürlich auch zu den Social Media Links von Football Stars, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. So, wir kommen zur Auswertung. Ja, letzte Woche war nichts, weil da war Länderspielpause. Davor die Woche lief so mediocre. Immerhin haben wir in der Premier League was gewonnen. Und zwar haben wir 36 Coins, 36 Stars bekommen. Für die Challenge Liverpool gegen Manchester City. Da war ich Erster sogar mit 32,8 Punkten. Habe also richtig gut gemacht, die ganze Geschichte. Und ja, ansonsten war halt Bundesliga wieder nicht so mein Metier. Aber vielleicht wird das ja heute besser. Ich hoffe es. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schaffen wir 150 Likes auf dieser Episode. Schaffen wir das? Kriegen wir das hin? Macht er das für mich? Ich würde mich freuen. Einfach den kleinen blauen Daumen drücken und ihr macht mich glücklich. Und ich weiß doch, in euch drin, ganz tief in euch drin, wollt ihr genau das. Wir haben heute diese drei Challenges. Gelbsucht in der Bundesliga-Konferenz, auf die wir genauer eingehen werden. Shooting Stars bei Schalke gegen den BVB, das heißt, da werden wir genauer drüber reden. Und natürlich noch Shooting Stars bei Arsenal gegen Man City, dem Topspiel schlechthin in der Premier League an diesem Wochenende. Wir fangen an mit der Gelbsucht mit der Bundesliga-Konferenz. Und da habe ich mir dieses Team rausgelassen. Wir haben kein Budget, keine Formation vorgegeben. Es geht nur darum, welche Spieler gelbe Karten bekommen werden. Und da habe ich mich entschieden für Timo Horn im Kasten. Warum Horn? Ganz einfach, ich denke, dass Keeper sowieso nie gelb bekommen. Und deswegen ist da Horn. Weil ich glaube, dass der eventuell gegen Hamburg, wenn sie gewinnen sollten, wenn sie führen sollten, auf Zeitspiel gehen könnte. Ich habe aber das Gefühl, dass Hamburg dieses Spiel gerade zu Hause, weil sie da momentan sehr stark sind, nicht verlieren werden. Dazu aber gleich mehr. Verteidigung, wir haben immerhin das Revierderby, dementsprechend Dortmund und Schalke, Höwedes und Sokratis. Zulu dann auch daneben, weil Zulu ist, glaube ich, recht anfällig für gelbe Karten spielen gegen Leipzig. Ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Geschichte, weil Leipzig mal wieder reinklotzen muss und gerade auch zu Hause spielt. Verhaar kriegt irgendwie gefühlt in meinen Augen ganz oft gelb und spielt gegen Bayern. Da ist es gegen diese Flügelspieler sehr wahrscheinlich. Holtby, der ist auch immer für eine gelbe Karte gut. Ich glaube, das wird ein sehr umkämpftes Spiel gegen den FC. Dementsprechend auch er dabei. Goyko Kacza, genau die gleiche Geschichte wie bei Verhaag. Der grätscht gerne mal dazwischen und der spielt ja gegen Bayern. Delaney dann im Mittelfeld, den habe ich mir reingenommen, weil der auswärts spielt und Sechser ist und keine Ahnung, hab das Gefühl, der bekommt gelb. Höger für den FC Köln, die spielen auswärts in Hamburg. Genauso wie halt Holtby zu Hause gegen Hamburg spielt, mit Hamburg spielt, gegen Köln spielt. Ja, zentraler Mittelfeldspieler, Sechser. Bei Köln sind momentan relativ viele verletzt, beziehungsweise Lehmann ist gesperrt, deswegen wird Höcker wohl spielen und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass er Geld bekommt. Colak vorne drin bei Darmstadt, weil wie gesagt, ich glaube, die verlieren und ich glaube, Colak ist ein relativ bulliger Stürmer, der auch gerne mal in Kopfbälle geht, mal einen falschen Ellenbogen ausfahren und dann gibt es schon die gelbe Karte und Vidal. Ich glaube, Vidal ist der offensichtlichste Spieler, den man aufstellen sollte, wenn es um die gelbe Karte geht. Deswegen sage ich da nichts weiter zu. Der Kerl sieht immer gelb. Vollkommen egal, was der macht. Der braucht nicht mal böse Foul, aber der ist immer mit einer gelben Karte dabei. Und dementsprechend habe ich den hier aufgestellt. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, eure Aufstellung oder halt selber teilnehmen an der Challenge. Ja, würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Und meine Tipps zu diesen Spielen. RB Leipzig gegen Darmstadt 98, 2:0. Hamburger SV gegen den 1. FC Köln, 2:2. Schalke gegen Dortmund, schwierige und interessante Partie, auch 2:2. Ja, ich tippe auf ein unentschieden Revierderby. Bayern gegen Augsburg, 3:0. Und Freiburg gegen Bremen, auch eine ganz enge Geschichte. Bremen momentan gut drauf, gerade auswärts auch nicht schlecht. Aber Freiburg ist zu Hause echt stark. Deswegen sage ich 1:1. Ja, wird auch eine enge Geschichte. Ziemlich, ziemlich coole Spiele dieses Wochenende. Auch mit einer Menge Zündstoff. Und auch da weiß man wieder nicht so ganz genau, was wird passieren. Aber ich glaube, wir können viele umkämpfte Unentschieden sehen. Von daher nehmen wir die doch einfach mal mit und gehen dann in die Premier League. Weil natürlich das Beste kommt zum Schluss. Das Beste ist das Revierderby. Deswegen gucken wir zunächst einmal auf Pep gegen Arsene Wenger. Das Duell der beiden Trainer in der Premier League mit den vielleicht größten Namen neben Antonio Conte, die momentan extrem, extrem unter Druck stehen. Beide, weil es nicht so hundertprozentig läuft. Bei City geht es in den letzten Spielen wieder. Gegen Liverpool war es nicht souverän in der Champions ist die gegen Monaco rausgeflogen. Immerhin nicht verloren gegen Liverpool, ja. Aber jetzt kommt Arsenal. Beziehungsweise jetzt geht's zu Arsenal. Und im Emirates ist es nicht leicht zu gewinnen. Für niemanden. Auch für Bayern an sich nicht.
hätte Koscielny nicht rot gesehen. Und ich glaube, das wird eine sehr ausgeglichene Partie und eine sehr interessante Partie. Ich denke aber, dass City gewinnen wird. Und dann sieht es ganz schlecht aus für Wenger. Auch wenn der wahrscheinlich seinen Vertrag verlängert. Und ich sowieso nicht denke, dass es an Wenger liegt, weil wenn die Spieler so scheiße performen, und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, das ist wie bei Daniel Stendel, kann sein, dass sie gegen den Trainer spielen, aber gegen Wenger zu spielen, der 20 Jahre da ist, ist optimistisch. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu ballern, beziehungsweise ich mache mal eine Infocard hin. Denkt ihr, dass Wenger entlassen werden sollte oder denkt ihr, dass das, ja, nicht passieren wird? Ich bin gespannt. So, wir haben Ramsey, Elneny und Yaya Touré im Mittelfeld und vorne drin Leroy Sané, Kun Agüero und Sanchez. Es geht um die Spieler, die die meisten Schüsse abgeben. Nichts wegen Tore erzielen, aber Schüsse abgeben. Im Mittelfeld Elneny ist nur drin, weil ich halt einen günstigen brauchte. Das ist der Grund. Ramsey ist ein relativ offensive-minded Midfielder. Ich wollte eigentlich offensiv... Denkender, ja, das kann man sagen. Offensiv denkender Mittelfeldspieler. Dementsprechend vielleicht haut der 1-2 drauf. Özil will ich da nicht reinstellen, weil der passt lieber und allgemein ist der mir dafür zu teuer. Yaya Touré, wenn er spielen sollte, auch jemand, der gerne mal aus der Distanz drauf berät und Freistöße vor allem auch schießt, wenn De Bruyne nicht gerade da ist. Von daher, warum nicht? Vorne drin Kun Agüero, Leroy Sanchez und Leroy Sané und Alexis Sanchez, also Alexis. Ja, warum Sanchez ist, denke ich mal, relativ einfach zu erklären. Alexis ist der beste Stürmer bei Arsenal, ja. Auch wenn Welbeck zuletzt nicht schlecht gespielt hat, hatte ich übrigens erst drin, war aber dann zu teuer, beziehungsweise, ja, war zu teuer. Walcott hatte ich auch erst drin, aber auch zu teuer. Ja, deswegen, ja, es hat, ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht viel dazu sagen. Sanchez, der wird schon schießen. So, genau das gleiche mit Agüero. Und Sané ist momentan richtig gut drauf. Bekommt immer mehr Spielpraxis, macht sich richtig gut bei City momentan und dementsprechend wird er wahrscheinlich auch spielen und auch ab und zu mal aufs Tor schießen. Kann er ja ganz gut. Mittlerweile ist sein Abschluss auch in der Premier League angekommen. Der war noch in Schalke. Hat er da vergessen? Mittlerweile ist er da. Sieht gut aus. Würde ich mich freuen, wenn sie gewinnen. Ich bin ja City-Sympathisant. Ich würde mich für Arsenal freuen, für Wenger freuen, wenn die gewinnen. Aber ich glaube, es wird ein 1-2 für City. Ich mag da auch ein bisschen voreingenommen sein. Aber ich glaube nicht, dass City verliert. Das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten. Ich mag mich täuschen, aber das würde den Meisterschaftskampf zumindest noch, auch wenn Chelsea in meinen Augen Meister ist, aktiv halten. Allgemein die Plätze 2 bis 4 sind mega spannend. Auch wenn ich glaube, dass die Spurs nicht hier abrutschen, deswegen 3 bis 4 ist schon gar nicht so falsch, aber puh, Premier League läuft dieses Jahr. Kommen wir zur Bundesliga, kommen wir zu zwei Teams, die diese Saison bisher nicht ideal gespielt haben. Für den BVB sind sie mittlerweile wieder besser aus, sind ja Dritter, sind nah an Leipzig dran. Am Anfang sah es nicht so gut aus, für Schalke sieht es immer noch nicht so gut aus, aber die fangen sich zumindest langsam. Hier haben wir diesmal auch wieder ein Budget, dementsprechend 30 Millionen sind es, 36 waren es bei City gegen Arsenal. Dementsprechend konnte ich nicht alles so aufstellen, wie ich wollte. Aber hier geht es auch wieder darum, welche Spieler schießen am meisten aufs Tor. Ich habe die Santo genommen, weil bei Schalke ist Choupo-Moting verletzt, Embolo ist noch verletzt, Huntelaar ist angeschlagen, Afdijay, weiß nicht, ob der spielen wird und Tekpetay oder wie auch immer, hat im Testspiel gegen 96 zwar gespielt, aber wird wohl nicht spielen. Die Santo könnte spielen, glaube ich nicht dran, aber ich muss drei Stürmer aufstellen und die vom BVB sind zu teuer, sind schlicht und ergreifend zu teuer und ich glaube, Dembélé wird spielen, ja, aber ist, wie gesagt, halt zu teuer. Und Moore wird nicht spielen und Isak eigentlich auch nicht, deswegen musste die Sandra hinstellen. Mittelfeld dann, Reus ist verletzt, dementsprechend Kagawa, weil das der offensiv denkendste von denen ist. Ich überlege gerade, ob ich mit Castro tauschen kann. Ich glaube, da habe ich nicht genug Budget. Nee, genau, deswegen habe ich Kagawa reingestellt, hatte schon seinen Grund. Pulisic hätte ich normalerweise, ich kann mir auch Pulisic vorstellen. Ich lasse Pulisic drin, weil ich glaube, der wird eher spielen. Der ist zwar nicht unbedingt der Schütze, aber der hat bei den USA extrem gut gespielt in der Länderspielpause, deswegen warum nicht. Schürrle wird wohl spielen, wenn Reus verletzt ist und Schürrle ist momentan, finde ich, sehr, sehr gut drauf. Obwohl, wird Pulisic überhaupt... Also eine wichtige Frage, ne? Weil wenn die 4-2-3-1 spielen wie sonst immer, dann hast du zwei Flügelspieler, das sind dann Schürrle und Dembélé oder Pulisic und Dembélé. Und dann ist Castro vielleicht doch schon wieder, Kagawa vielleicht schon doch wieder, ja, ich bin halt Kagawa drin. Egal, lassen wir den mal außen vor. Schürrle wird wohl schießen, der ist allgemein schussgewaltig. Und Bentaleb ist der beste Torschütze bei Schalke. Bezeichnend. Auch wenn sie als Burgstaller haben, der ist erst im Winter da. Aber ja, dementsprechend habe ich den auch aufgestellt und ich glaube, das wird schon ganz gut funktionieren mit denen. Also ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Ihr könnt mir gerne mal auch da eure Meinung und vor allem einen Tipp in die Kommentare schreiben. Interessiert mich extrem. Ich glaube, wie gesagt, das Revier, der wie wir 2-2 ausgehen. Wir gucken nochmal auf die anderen Spiele in der Bundesliga, beziehungsweise auf die anderen, ja, Begegnungen. Das Freitagsspiel und die beiden Sonntagsspiele und das Topspiel selbstverständlich, das man auch nicht außen vor lassen darf. Und dazu gebe ich natürlich noch meine Tipps ab. Und zwar beim Zidane-Faktor. Hertha gegen Hoffenheim. Ganz, ganz spannende Partie. Hertha hat zu Hause noch nicht verloren. Hoffenheim ist zu stark, um zu verlieren. 2-2. Ist irgendwie ein Standardsergebnis dieses Wochenende. Dann haben wir das Topspiel zwischen Frankfurt und Gladbach. Frankfurt muss mal wieder, verliert momentan nur. Gladbach muss auch mal wieder, weil zuletzt sah es nicht mehr so rosig aus.
Hat aber eine Auswärts nicht ganz so bei Silvester. 1:1. Ingolstadt gegen Mainz. Ingolstadt, ja, ich würde ja gerne, aber Mainz sind auch nicht so stark momentan, müssen gewinnen. Auswärts, ich weiß nicht. 1:2 für Mainz. Und Leverkusen gegen Wolfsburg, das Kommerzduell in der Bayer Arena. Wolfsburg ist momentan ein bisschen im Aufwind. Leverkusen nicht wirklich. Leverkusen muss. Leverkusen wird gewinnen. Überraschend. Auch wenn André Sonke da ist mit 2:1. Kann mir auch vorstellen, dass Wolfsburg gewinnt. Aber ich sage da nochmal 2:1. Bauchgefühl für Leverkusen. Kann ich nicht wirklich erklären, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, das war's von dieser Episode von Football Stars. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 150 Likes, wie gesagt, so ein angepeiltes Ziel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Fußballwochenende natürlich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, checkt die Links in der Beschreibung. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.